Hallo, wie geht's denn so? Willkommen zurück hier bei Jedi Survivor, hier in der imperialen Basis des ISB. Muss mal ganz kurz gucken, nochmal, wo der Shortcut zum eigentlichen Ziel war. War das nicht irgendwo hier? Hier hinter, glaube ich, war das, ne? Zumindest geht's ja nochmal nach unten und wir müssen ja auch nach unten in die Basis tiefer rein. Und hoffentlich sind die ganzen. Huch. Alter, was war das denn? Die ganzen DT-Truppen. Ah, ne. Ja. Die leben ja auch noch. Ah, da ist er auch schon. Wieder eine R2-Einheit. Also drücken wir mal R2. Ah, oh, der Witz, ne? Geht's hier weiter? Nicht wirklich, obwohl doch, da könnte es noch irgendwo hingehen. Vorhin gibt es aber. Der Eindringling wurde als der Jedi-Terrorist Cal Kestis identifiziert. Bringt ihn zu mir. Lebt. Okay. Abriegelung durch Elektronenwände aktiviert. An das gesamte Personal. Abstand halten. Okay, interagieren. Die Plattform ist wohl gerade woanders. Ja, na, wahrscheinlich, ne? Ah, die Droiden könnte einfach durchlaufen, ne? So, da geht es theoretisch voran, oder? Okay, noch nicht so wirklich. Ich sehe noch keinen anderen Weg gerade, muss ich mal irgendwie so gestehen. Ne, hier gibt es wirklich. Doch hinten muss irgendwas sein. Die Tür ist noch versperrt. Da komme ich aber später wahrscheinlich irgendwann hin. Ich muss rückwärts gehen. Also jetzt hier wieder rein. Ah, hier ist das Collectible. Priorit bloß. Ah, schade. Wieder weggedasht. Dann müssen wir wo lang? Theoretisch. Geht's da noch irgendwo hin? Irgendwo, was ich jetzt nicht gesehen habe. Habe ich jetzt denn was übersehen? Hier da vorne, da hinten drin oder was? Aber wie? Nee, das ist nicht das, wo ich das meinte. Der eigentliche Weg ist, keine Ahnung. Wie kommt man denn da rein? Das habe ich bis jetzt noch nicht so wirklich rausgefunden. Vielleicht bin ich hier auch falsch. Weil wie bin ich überhaupt hergekommen? Von hier, ne? Die Tür ist jetzt aber verschlossen. Da komme ich so nicht rein. Das ist nicht gut. Das heißt, ich muss irgendwie einen anderen Weg finden. Nur wo? Das ist alles noch etwas verwirrend. Du bringst mir ja nichts. Also nochmal den gesamten Weg, oder? Moment, ich kann ja. Ich habe doch noch diesen Shortcut da an der Seite. Den gibt es ja auch noch. Die andere Tür dort. Da gab es auch noch einen Fahrstuhl. Glaube ich zumindest. Ja. Ja, zu weit, um zu springen, ne? Warum man sich da auch nicht einfach nach unten so sliden kann, das wäre so schön, ne? Es ginge vor allen Dingen viel schneller. So, ab nach unten. Aber irgendwie die Fahrstühle hier beim Imperium, die haben echt Stil. So, bin ich hier jetzt richtig? Da geht's noch irgendwo hin. Da oben nirgendwo für mich. Jetzt bin ich aber nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Was nicht hier irgendwo? Hier unten war das. Okay. Jetzt erstmal hier lang.
Da ist er! Schnell jetzt! Er schießt ihn! Jemand anderer soll ihn angreifen! So, tschüss! Ha, der Kerl hat Angst vor mir! Das könnte etwas bewirken! Nö, das bewirkt genau gar nichts. Jetzt sind die Schilde überall aktiv, ne? Ich muss zurück und dann diesen Hauptgang rein. Irgendwie. Geht zurück. Ah, hier durch, okay. Nochmal hier durch. Hier sind wir wieder. So. So. Und? Denkst du das? Aber eigentlich sollt ihr mich ja lebend ausliefern, ne? Damit, ihr macht einen Riesenfehler. Ey, du. Autsch. Hierher, Kumpel. Und kaputt. Einzelteile zerlegt. Genau so muss das. So, das war dieser Weg, ne? So, hacken. Hey, okay, die da hinten haben echt keinen Bock auf mich. So, kannst du den auch nochmal hacken? Vernichtung initialisiert. Ich brauch einen. Alter. So, hacken? Ich brauch dich nicht mehr. Oh. Kumpel, Hilfe! Kannst du mir mal helfen, Kumpel? Ah, natürlich nicht. Hilfst du mir mal, bitte? So, und jetzt wieder den Move hier. Und. Oh. Ihr weicht geschickt aus. Erleide Schaden. Ja, okay. Zerstören. So, hacken, es bringt zwar nichts mehr, aber. Wir brauchen Montermacher. Wobei gegen die Typen da vorne könnte es was bringen. Moment, wir haben ja noch hier drin, das habe ich gerade eben noch gesehen. Es gibt noch eine Belohnung für uns hier hinten. Okay, ein so ein DT-Truppler, den bekomme ich mittlerweile ganz gut hin. Mehrere von denen werden nach wie vor stressig. Aber wenigstens waren hier hinten noch ein paar Druiden zum Hacken da. So, Kumpel Eros. Ey, schieß. Na komm, schieß doch. Kommst du mal mit her, Alter? Rücke vor, um Sichtkontakt zu erhalten. Ausweichendes Verhalten erkannt. Nein, nicht. Wir haben keine Schützen mehr. Nicht diesen Chokeslam, Alter. Oh, kannst du mal aufhören, mich so Chokeslam, Alter? Du bist nicht der Undertaker. Du bist auch nicht Big Show, du bist auch nicht sonst der. Komm, ey, Junge, helf mir doch mal. Jawohl. Benötige Waffung. Greife an. Jetzt. Okay, der hat ihn echt im Griff, ne? Hier die Verteidigung ausreichend. So, tschüss. Ah, hacken. Danke, DT-Droppler. Bist echt. Du warst echt das Zünglein an der Waage, ne? Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Ja, deswegen ist die auch plötzlich. Weil man die Träger nicht vorhersehen kann. Außer du bist, Weiße und kannst alles. So,
So, die bleiben erstmal bei uns alliiert. Man weiß ja nie. Toll. So, die folgen mir nicht. Da geht's nirgendwo hin. Es gibt bloß diesen Weg, ne? Ja, es gibt eigentlich bloß diesen Weg. Und der wird kein leichter sein. Leben die alle wieder? Ne, die sind weg. Gott sei Dank. Da wäre nämlich noch ein Weg gewesen, aber ich wusste halt nicht mehr, wie ich da hingekommen wäre. Hier ist halt immer noch alles abgeriegelt, ne? Schön, erstmal reinstechen. Ja. Der Weg ist auch versperrt. Der drüben bestimmt auch, oder? Da komme ich doch nie und immer hin. Oder? Doch, es ist ganz knapp, aber ja, nur Priorit. Was zu diesem Zeitpunkt halt wirklich. Ah, ist das, sag mal, nutzlos, aber doch. Wo genau geht's denn da hin? Erstmal um zu gucken, wo es überhaupt nochmal lang ging. Ich bin anscheinend gerade zielgerecht dran vorbeigelaufen vorhin. Ach, hier sind wir. Alles klar. Dann muss es ja theoretisch hier weitergehen, ne? Ja, da unten ist die Tür auch geöffnet. Die Höhle des Löwen wartet auf uns, ne? Was hast du denn? Was hast du gefunden? Das ist Legitimationskontrollpunkt, okay, ja. So, bupp. Keine Liftplattform hier. Also geht auch der Weg schon mal nicht. Einen anderen gibt's eigentlich gar nicht, ne? Ich wüsste halt nicht, welchen Weg jemand noch gehen sollte. Da kann ich vielleicht irgendwo irgendwas nochmal mit Strom machen. Das ist ja das Einzige, was mir jetzt einfällt. Ne, das bringt nichts. Die Chose ist vorbei. Hier oben ist aber auch kein Strom drin. Ne? Und zumindest kann ich da nicht ran. Da ist bestimmt eine Stromquelle hinter, aber da kann ich nicht ran. Ich werde hier irgendwas übersehen. Kann ich vielleicht da irgendwas tun? Nein. Da gibt es auch nicht gerade wirklich viele Wege, ne? Ich könnte da nochmal komplett durchgehen. Geradeaus. Aber einen anderen Weg. Den anderen Weg gibt es ja eigentlich gerade nirgends. Oder nach unten. Nee, nach unten geht es auch nicht. Nach unten geht es auch nicht. Dann ist das hier so ein echtes Dead End. Dann gibt es eigentlich bloß noch den Weg hier. Eine Minikarte wäre ziemlich geil, ne? Okay, jetzt hier sind wir wieder hier. Und das bringt mir aber auch genau gar nichts, ne? Ja, da geht's so wieder hoch. Echt verzwickt alles hier, ne? Einen anderen Geheimweg. Vielleicht fällt mir noch irgendwo was durch Strom ein. Ne? Strom kann man ja auch noch. Moment, erstmal wieder den Aufzug rufen. Der Aufzug ist quasi auf Ebene des Schiffes. Der Gang bringt mir auch genau gar nichts. Hier ist auch alles, ja, ist eigentlich alles zu, ne? Ist eigentlich alles dicht. Kein Plan. Das bringt mir auch nichts, ne? Ne. Ich kann noch mal ganz kurz noch mal auffüllen gehen, aber ich wüsste halt nicht, welchen Weg ich sonst noch gehen sollte. Die meisten Wege habe ich abgeklappert. Vielleicht bringt mir ja das irgendwas. Ich wüsste zwar jetzt nicht was, aber eventuell, man weiß es nicht. Ich gehe noch mal den normalen Weg, wie er gedacht ist. Thank you.
Ey, du. Genau. Spreng dich mal schön selber in die Luft. Ich glaube, jetzt machen die Schilde auch Damage. Das bringt genau auch genau gar nichts mehr. Ich bin echt verletzt. Hangarbucht. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird zu einer umfassenden Untersuchung bis tschüss. Auf der Zielbe Landeplattform umgeleitet. Ich hätte irgendwas übersehen. Man weiß es nicht, ne? Man kann einfach alles nochmal kurz abchecken, nochmal alle Spuren zurückverfolgen, ob man nicht vielleicht irgendwo den Weg übersehen hat. Ja, das bringt mir ja eigentlich auch genau gar nichts, ne? So, wieder kurz ranstromern. Dann schwingst du hierher. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weitere. Ein Jedi. Ja, ein Jedi. Wie siehst du das? Ich rieche gar nichts. Worauf willst du hinaus? Hey! Ich kann ihn nicht. Wer ist da drüben? Ah, ich dachte, man kann die ganz cool beseitigen, aber hat nicht ganz so funktioniert. So, wieder hier ran. Dann cool seitlich abspringen. Hier oben gab es auch nichts, bloß die Kiste, ne? Ah, da unten sind auch wieder diese Truppler. Ich, dieser Hangar ist wegen keine Ahnung. Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zielbelandeplattform umgeleitet. So. Alles klar. Ich werde euch nicht verlieren. Ich lebe für die Jagd. Auf den Punkt. Ah, okay. Offensichtlich das Oberkommando zu. Voll da. So. Und kaputt, Junge. Nice. Das war ja buchstäblich hingerichtet, Alter. Dann sind wir wieder hier. Ich muss vielleicht doch nochmal. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres. Doch nochmal zum Anfang zurück. Ich habe nämlich gerade so eine ganz grobe Idee. Damit durch die roten Lichtschranken trotzdem durchkommen, habe ich dann doch so einen leichten Plan, der eventuell was bringen könnte. Aber bei eventuell wird es wahrscheinlich erstmal bleiben. Weil es gab, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt so weit kommen mit unseren Sprüngen. Ey! Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe. Hallo. Der gesamte Verkehr wird Augen auf. Genau. Immer schön Augen aufhalten während der Arbeit, sonst können ganz schnell Unfälle passieren. Wie das gerade eben. So, jetzt sind wir wieder in dieser Hauptdings. Die kann man doch bestimmt rein, oder? Nicht autorisiertes Lebensmittel. Ja. So, wieder mal das Ding. Na komm, schieß doch. So, tschüss. Und du willst mich haben unbedingt, ne? Kann ich vielleicht. Nee, das lässt sich einfach nicht bewerkstelligen. Ich kann den nicht, wenn ich ihn schweben lasse, nach vorne ziehen. Das geht einfach nicht. So, hier. Na komm. Ja, du bist aber auch nicht gerade langsam, ne? Aber ich war schneller als du. Mit meinem Ausweichschritt-Attack-Move des Todes. So, jetzt geht's dann nochmal hoch. Oh. Hier oben! Hilf mir, BD! Hilfe, BD! So, und jetzt aber den hier. Aus
So, du bist auch schädlingslos. So, tschüss. Hörtscher, Alter. So, das war's wohl. Kann ich vielleicht hier den Alarm deaktivieren? Ja, nee, aber hier ist eine Kiste für uns zum Hacken. Waffenmaterialien, Inquisitorenlackierung. Okay, aber hier kann ich, das kann ich nicht deaktivieren, ne? Diesen nervigen Scheißalarm. Und da kam ich. Hier kann ich, ah, den Shortcut aktivieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Abkürzung freigeschaltet. Mal da oben los. Ist ja schön für eure Sicherheitsstufe. Die juckt mich gerade relativ wenig. Denn ich habe eine Mission, ein Ziel. Och, oh, was ist das denn? Da hinten ist auch die Tür zu, ne? Ich wüsste halt nicht mehr, wo lang ich sonst noch gehen sollte. Mehr Wege gibt's langsam nicht mehr. Tja. Dann werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.